Hallo Imke-Freunde, Naturfreunde. Die Natur ist wieder zurückgekommen. Der Frühling naht. Und das ist ja gut so. Wir haben ja gewartet. Sehr lange eigentlich in diesem Jahr, dass wir endlich draußen sind, dass wir unsere Arbeit machen, dass unsere Bienen sich entwickeln. Und es ist ja Zeit, dass wir auch unseren Bienen helfen, dass die Temperatur in den Bienenstock eigentlich höher ist als normal. Das heißt, wir versuchen 5 bis 7 Grad die Temperatur in dem Bienenstock zu erhöhen. Das mache ich seit Jahrzehnten, dass die Bienen, weil die Bienen Kaltblüter sind, dass die Bienen merken, aha, die Natur ist jetzt bei mir da, in meinem Bienenstock, obwohl draußen noch kalt ist. Merken die Bienen, dass es wärmer ist, die sind vitale, flexible, die Königin natürlich auch, bekommt ja dann auch schon erste Blütenpollen von meinen Haselnüssen und Nektar auch von meinen Blümchen. Und die legt jetzt Eier, nicht 20, 50 am Tag, nur 500 oder 1000. Und dann in 3 Wochen haben wir bei uns auf meinem Bienenstand 1000 Bienen mehr am Tag. Das heißt, wenn wir jetzt hier unsere wilde Mirabelle eine Blütezeit haben, die Menge der Bienen bringt unser ersten Nektar, die Bienen entwickeln sich noch schneller. Es gibt ja noch viele andere Tricks, ich werde mit euch jetzt hier alles durchgehen, in der Theorie, wie das mit der Temperatur im Laufe des Jahres bei den Bienenvölkern sich entwickelt, und dann natürlich in der Praxis machen wir die Völker auf, gucken wir, wie das alles läuft und funktioniert. Es ist nämlich so, dass bei Temperaturen draußen zwischen 7 und 10 Grad fliegen die Essbienen. Das ist ja die alte Biene, die gesunde, große, stabile, die auch ein bisschen dunkler ist als die andere Biene. Und das ist die Biene, die hier Weihnachten und Silvester gefeiert hat. Die wagt sich als erst und fliegt raus. Zwischen 7 und 10 Grad. Zwischen 10 und 20 Grad fliegen die alle Bienen, die jetzt hier im Winter im Volk gewesen sind, und die entleeren den Darm. Die Biene ist ja nicht ein Phänomen, wenn es ums Organisation geht, es ist ja nicht ein Phänomen und Ordnung geht, auch die Hygiene. Hier gibt es kein Domestos und pschick, pschick, pschick. Nein, hier wird alles weggeräumt und die Toilette ist draußen. Daher sehen wir auch unsere Autos, jetzt gerade Februar, März, immer die gelben Punkte, die ärgern viele. Aber leider, die Biene muss das tun nach so vielen Monaten. So. Das ist zwischen 10 und 20 Grad. 20 bis 30 Grad fliegen alle Bienen. Die fliegen sehr, sehr gern. Das ist ja die Biene, die im Mai, Juni bei mir fliegt. Da sind über 100.000 Bienen, die fliegen. Und die holen den meisten Nektar. Das ist ja auch Sommerzeit. Bei 20 bis 30 Grad fliegt die junge Biene, 20 bis 30 Grad fliegt die gesamte Biene und 30 bis 40 Grad fliegen wieder weniger Bienen. Das ist ja Hochsommer, da sehen wir, da hängt ja die Bienentraube vor dem Bienenstock. Das ist der Bienenbart, sogenannte. Haben ja auch die Räuber und die anderen gar keine Chance, weil alle Bienen bei einem großen, stabilen Volk, das sind etwa 2
Kilo Bienen, die jetzt hier draußen fliegen. Ja, Bienen werden in Kilogramm gezählt. Wie viele Stück sind es? Ein Kilo Bienen? Wer weiß das? Nachdenken. So, über 40 Grad fliegen die Bienen fast überhaupt nicht. Fliegen wiederum die große stabile Sommerbienen, die bringen aber Wasser. Mit Wasser kühlen die dann die hohe Temperatur in den Bienenstock und verteilen das Wasser. Das machen wir dann irgendwann im Sommer, weil heute haben wir viele, viele andere Sachen noch zu erklären und natürlich euch Tipps zu geben. Wie wird die Temperatur draußen von den Bienen gemessen? Wie wird die Temperatur von den Bienen innen gemessen? Alle Bienen haben zwei Antennen, Fühler, die Drohnen auch, aber die Drohnen funktionieren was anderes. Das sind ja Männer. So, die Fühler sind geteilt in 10 verschiedene Ringe und ein Ring hat entsprechende Bedeutung. Also, für Geruch, für Geschmack, für Geräusch, für Wind und Bewegung im Wind, das heißt Wetter, Unwetter und die Temperatur zu messen. Nach dem neuesten Stand der Technik, wir haben jetzt hier Digitalisierung, unsere Institute in Deutschland sind super, daher haben wir auch die Informationen immer, die was ganz, ganz neu sind. Also mit den Fühlern kann die Biene die Temperatur bis zum 0,2 Grad genau prüfen. Die Biene, die jetzt hier draußen ist, die Wachbiene, die guckt ja hin und her. Das ist ja richtig, die guckt ja, ob da irgendwo Gegner sind, Räuber sind. Aber mit dem Fühler misst sie die Temperatur draußen, gibt die Daten nach innen, von draußen nach innen. Und die Reaktion in dem Bienenvolk ist ja auch entsprechend. Wenn wir jetzt hier 0 Grad haben, aha, Achtung, 0 Grad, alle zusammen. Wenn wir minus 10 Grad haben, die Traube bin. Wenn wir jetzt hier plus 10 Grad haben, Achtung, draußen ist was zu holen. Das haben wir vor ein paar Jahren nicht gewusst. Das wissen wir aber heute. Das ist jetzt hier, das uns sehr, sehr, sehr fasziniert bei den Bienen und wir wissen noch viele, viele Sachen nicht. So, jetzt gehen wir aber und gucken wir uns an die Fluglöcher. Die mache ich jetzt mit meinem Stückchen Holz, vor 20, 30 Jahren gemacht. Die mache ich teilweise zu. Ja, jetzt ist Frühling, draußen ist Wärme. Ich mache die Fluglöcher um etwa 50% zu. Nein, habe ich nichts Falsches gesagt. Das mache ich seit Jahren. Jetzt ist mein Flugloch ein bisschen um die Hälfte zugemacht. Morgen, übermorgen steigt die Temperatur 2, 3, 4, 5, 6 Grad. Die Bienen reagieren. Das ist der allererste Step, was ich immer früher mache. Natürlich die Imker, die Böden offen haben, entweder Zeitungspapier, Platte, Sperrholz oder natürlich, wenn man den Schieber hat, den Schieber zumachen. Das ist jetzt sehr, sehr wichtig, dass die Völker sich früher entwickeln, wie normal. Das habe ich jetzt schon teilweise gemacht. Bei den anderen Völkern, das mache ich jetzt hier auch ganz vorne. Einfach hinlegen. Wenn man solche Vorrichtungen nicht hat, ist ja nicht schlimm. Man kann ja entweder Schwamm, Folie, 25%, das heißt die Hälfte von dem Flugloch zumachen. Das ist jetzt hier die allererste Methode, die unbedingt gemacht werden muss. Weil die Zeit rennt. Wir haben nicht so viel Zeit, das wissen wir, wie das alles bei uns vorbeigeht. Das ganze Leben geht schnell vorbei und das Bienenjahr sowieso. Habe ich euch auch immer in meinen Videos erklärt,
Die Bienenvölker, die stehen, haben von Westen hier, von der rechten Seite immer die stärkste Völker und von der linken Seite von Osten auch die stärkste Völker. Das habe ich ganz, ganz genau erklärt. Das brauche ich nicht zweite Mal zu sagen. Aber bei dem Volk im Herbst gab es irgendwie einen Knick, ist ja nicht so stark. Und das ist nicht tragisch. Gucken wir uns zusammen. So, sind viele Bienen, ist ja okay, aber damit bin ich nicht ganz zufrieden, wie die viele Imker sind. Daher mache ich jetzt Folgendes. Ich überwinte immer auf 2 Etagen, das wissen alle. Und die Imker, die an 2 Etagen überwintern, haben die ja auch einen Vorteil. Wenn wir die Völker nicht so stark und stabil haben, einfach nehmen wir so mein Volk, stellen wir weg. Die Etage von unten kommt zum Abstellen und wir stellen mein Volk wieder zurück. Was habe ich gemacht? Von den 2 Etagen, die wir haben, wo wir sehr viel Luft, Raum und Kälte hatten, habe ich das alles um 50% zurückgepresst. Das ist jetzt hier auch ein riesiger Vorteil. Da gucken wir jetzt genau, wie sich das entwickelt. Später mal, nach 3-4 Wochen, machen wir nochmal ein Video. Ich denke, das war hochinteressant. Wenn wir weiter so arbeiten wie ich, dann haben wir auch Erfolg. Vielen Dank. Tschüss.